Wir sprechen heute über das Serum von White Agavia. Das habe ich mir bei EcoVerde gekauft. Ist jetzt schon ziemlich leer und was ich von diesem Produkt halte, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute möchte ich dir dieses Serum hier vorstellen. Das habe ich mir bei EcoVerde bestellt. Kam in diesem Karton an, sowas hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Und warum ich auf dieses Serum gekommen bin, vom Preis her war es echt in Ordnung. Ja, also 4,49 €. Ich bin ja immer auf der Suche, für euch etwas zu finden, was preislich gesehen nicht ganz hochpreisig ist. Also mir ist es schon mal bei einem hochpreisigen Produkt passiert, dass ich es zu wenig verwendet habe. Man geht dann schnell so in die Richtung, oder ich, dass ich einfach zu sparsam bin und gerade bei Naturkosmetik, die geht halt dann auch kaputt. Normale Kosmetik geht auch kaputt, aber gerade bei Naturkosmetik umso schneller. Und ich fand diese 4,49 € fand ich richtig günstig. Da habe ich mir gedacht, ja, das guckst du dir mal an, weil es von den Bewertungen her jetzt nicht ganz so schlecht war. Und ich eben auch ein Mensch bin, ich vertraue nicht nur den Bewertungen. Und das hier kostet 4,49 €, kannst du echt wirklich nicht sagen, aber wartet erstmal die Review ab. Fangen wir bei der Verpackung an. Also ich habe euch schon den Karton hier gezeigt und der Container hier ist aus normalem Plastik. Also 4,49 €, da kannst du einfach nicht erwarten, dass du irgendwie ein Ersatzprodukt bekommst. Also sprich, ein Plastik, was aus einem anderen Stoff hergestellt wurde. Zucker gibt es da zum Beispiel oder Holz. Also da gibt es die allerkrassesten Geschichten. Kartoffelstärke. Also da gibt es Varianten. Ich finde es nur schade, dass die Industrie da einfach noch zu wenig drauf reagiert. In der Hinsicht kriege ich das auch immer wieder in den Kommentaren mit, dass Glas hochgelobt wird. An der Sache muss ich ganz plump sagen, die beste Verpackung ist keine Verpackung. Glas ist nicht besser, wenn du das Glas nicht weiterverwendest. Wusste ich auch lange nicht, aber ich habe da mal einen Bericht drüber angeguckt, wie aufwendig und wie ressourcenintensiv das ist, Glas wieder einzuschmelzen, Glas zu transportieren. Produkte in Glas sind grundsätzlich immer schwerer. Das bedeutet schon beim Transport, dass beim Transport viel mehr Benzin oder eben Diesel etc. Verbraucht wird, um allein das Produkt zu transportieren. Wusste ich auch nicht. Klar, man kann jetzt so anfangen und alles berücksichtigen, aber Glas nimmt sich von Plastik nicht viel, also sofern du das Glas nicht wiederverwendest. Und das ist ein Plastikcontainer und wie ich schon erwähnt habe, gibt es inzwischen richtig tolle Variationen zu normalem Plastik, also Plastik, was wirklich auch verrottet, eben aus einem anderen Grundstoff ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Industrie einfach noch ein bisschen mehr erarbeitet. Das hätte es meines Erachtens, das hätte echt nicht sein müssen. Zum einen, der Karton ist einfach überflüssig, sagen wir es mal so. Und wenn das ist halt so hier angekommen. Also dieser ganze Raum hier ist frei. Und da fragst du dich halt, das hätte echt nicht sein müssen. Wenn Karton, dann wirklich in der Größe von diesem Serum und das reicht. Also das ist dann für mich auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, schwierig. Also da müsste sich der Hersteller wirklich noch Gedanken machen. Der Hersteller gibt an, dass dieses Serum für reife Haut ist, ab 35. Sehe ich nicht so. Das ist ein relativ, also ich würde nicht sagen, es ist leicht, es ist ein bisschen mehr als leicht, aber es ist nichts für reife Haut. Da ist es meines Erachtens einfach viel zu wenig. Da habe ich bereits schon Serien vorgestellt, die wesentlich mehr können. Findest du hier unter dem i. Da findest du meinen Naturkosmetikordner und da habe ich schon so ein paar Serien vorgestellt, die wesentlich besser sind. Natürlich auch vom Preis her einfach ein bisschen intensiver waren. Ich muss dir jetzt mal vorlesen, was da überhaupt alles drin ist. Also da ist eine Inhaltsstoffeliste, habe ich noch nie erlebt.
Es ist auf jeden Fall kein herkömmlicher Alkohol enthalten, was es natürlich schon wieder positiv macht. Also es ist nur ein Alkohol enthalten, der für die Stabilität, also ein Fettalkohol ist drin, das habe ich jetzt bereits schon gelernt. Dann ist drin, muss ich jetzt mal lesen, Rosenwurz, Extrakt aus schwarzer Johannisbeere und Ringelblume, Weizenkeimöl, Extrakt aus Mädesüß und Rose, Melissenextrakt, Reisöl. Die Kollagenproduktion wird gefördert, dadurch erhält die Haut mehr Feuchtigkeit, während Anzeichen von Müdigkeit ausgeglichen werden, um dem Teint ein erfrischendes Aussehen zu verleihen. Kann ich so nicht unterschreiben, absolut nicht. Also es macht auf jeden Fall was. Ich habe das ganz stark gemerkt, weil ich habe davor hatte ich das Serum von Rossmann, was halt einfach ein bisschen weniger gemacht hat, weil es halt einfach auch weniger Inhaltsstoffe hat. Man merkt eben schon an, dass es reichhaltiger ist, also dass die Inhaltsstoffe, die da drin sind, hochwertiger sind. Jetzt weiß ich von den Inhaltsstoffen her, wenn man das alles so stehen lässt, riecht das Serum nicht sonderlich attraktiv. Und ich finde es immer schade, wenn Hersteller hergehen und es dann überparfümieren müssen. Dieses Produkt riecht wie ein Parfüm, ohne Witz. Ich hatte das mal drauf und eine Bekannte von mir riecht so an mir und sagt zu mir, du hast aber ein gutes Parfüm. Und ich musste erst mal überlegen, was meint sie? Also ich finde, das riecht schon gut auf jeden Fall, aber wenn du diesen Geruch nicht magst, der ist extrem intensiv. Das habe ich noch bei keinem Serum erlebt. So intensiv ist es. Und dann bleibt dieser Geruch auch zum Teil auf dem Gesicht für eine Stunde oder so. Und wenn du dann auf diesen Duft empfindlich reagierst, dann ist es natürlich schlecht. Also wenn du jemand bist, der sehr schnell Kopfschmerzen von Gerüchen kriegt, ist das auf keinen Fall etwas. Und wenn du irgendwie von so parfümierten Dingen irgendwie so eine leicht juckige Haut bekommst, ist es auch nichts. Es ist sehr, sehr stark parfümiert, was ich wirklich schade finde, weil es kann schon was. Es kann schon definitiv was. Und wenn man sich den Preis dann auch anguckt, ist es schon ein recht gutes Produkt. Ich gebe mir das Serum morgens und abends auf die Haut. Einfach nach Gesichtswasser gebe ich ein bisschen drauf, gebe ein bisschen Rosenwasser zum Beispiel drauf und dann mache ich das Öl drauf. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut. Also man hat dann schon irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen reichhaltiger für die Haut. Schon allein das Serum alleine, ohne das Öl, was ich danach drauf gebe. Es haben aber Leute unter dem Produkt, es gibt auf Ecoverde Produktreviews, haben schon geschrieben, dass A, der Geruch wirklich störend ist und B, dass es ein bisschen austrocknend ist, was ich so jetzt nicht unterschreiben kann. Ich kann halt nur sagen, wenn du wirklich was Reichhaltiges brauchst, ist das nicht das Richtige. Weil ich würde das noch nicht mal unbedingt als Serum bezeichnen. Es verhält sich eher so ein bisschen wie so ein etwas fettigeres Fluid. Ja, so. Ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist es nicht so ein typisches Serum. Es ist weiß. Man sieht es, glaube ich, hier auch in der Verpackung, weil es ist eine durchsichtige Verpackung. Und das finde ich auch recht eigenartig, weil die Inhaltsstoffe ja schon ein bisschen hochwertiger sind. Und da sagt man ja generell immer so, dass die vom Licht geschützt werden sollen. Haben wir hier halt jetzt nicht. Finde ich schon ein bisschen eigenartig. Andererseits sieht man halt direkt, wenn das Produkt leer ist. Ich habe jetzt nicht so lange gebraucht, bis ich da jetzt, also ich bin bald am Ende. Und das hat mich dann schon auch schockiert, weil ein Pumpstoß reicht definitiv nicht. Also bei meinem Gesicht reicht ein Pumpstoß nicht. Ich nehme immer so anderthalb und da komme ich richtig gut damit klar. Ich spreche in diesen Videos meistens auch immer den Verschluss an oder den Pumper. Und der funktioniert echt gut. Also da kann man echt auch halbe Dosierungen rausholen. Bei manchen geht es einfach nicht. Und du könntest 5 Gesichter einschmieren. Das ist hier nicht der Fall. Es ist ein gutes Produkt, verstehe mich nicht falsch. Aber ein Produkt, was wahnsinnig stark parfümiert ist. Und meiner Meinung nach ist es nicht notwendig, so viele Inhaltsstoffe in ein Produkt zu packen. Da bist du
sicherer, wenn du irgendwie ein, zwei Öle verwendest, die vielleicht miteinander mischst. Und da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr davon, als hier jetzt so eine ellenlange Inhaltsstoffeliste zu haben, die wirklich unwahrscheinlich lang ist. Die ist zu lang für meine Ansicht, die ich sonst immer verwende. Hatte ich noch bei keinem Serum. Das ist echt der Hammer. Würde ich es wieder nachkaufen? Vielleicht. Wenn es eine andere Sorte noch geben würde, ja, definitiv. Aber dieses stark parfümierte, muss ich selbst sagen, da komme ich auch komplett davon weg. Mich stört es jetzt an sich nicht, wenn ein Produkt nicht ganz so attraktiv riecht. Hier hat der Hersteller fast schon den Fehler begonnen, meines Erachtens. Er hat einfach zu viel Parfüm reingegeben. Weil Gerüche, Geschmäcker sind anders. Entweder magst du das oder du findest es richtig eklig. Und wenn du auf diesen Geruch nicht klarkommst, nimmst du dieses Produkt auch nicht. Weil das so intensiv ist, meines Erachtens einfach viel zu viel. Ich verlinke dir hier oben nochmals weitere Reviews. Das ist ein Naturkosmetik-Ordner. Da findest du lauter Videos zum Thema. Ich würde mich an der Stelle mal wieder abmelden. Sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Falls du Bock hast, aktivier mal da unten die Glocke. Wenn du die aktiviert hast, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!